Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Wir schreiben die Replay-Kalenderwoche Nummer 38 und wir sind unterwegs mit Sweet Rage in ihrem, mit ihrem T10. Guter Panzer, sehr guter Panzer. Aber schaut euch das an. 122 mm. Das ist nicht die Originale. 225 Durchschlag, 390 Schaden. Das ist die Stockgun. Okay. Wir befinden uns in einem 10er Gefecht und sind auf Windsturm unterwegs. Und das würde ich auch machen. Ich würde damit nicht unbedingt in die Heavy-Gegend fahren, also raus aus der Stadt oder von der Stadt fernhalten. Sich hier über die Hügel ein bisschen drüber kämpfen. T10. Normalerweise 258 Durchschlag, aber keine Ahnung, warum sie hier die alte Kanone noch drauf hat. Egal. Wir bewegen uns hier recht zügig vorwärts, 50 km/h Geschwindigkeit. Also T10, einer der besten 9er Panzer, die es gibt. Leider nicht bemalt. Ich weiß nicht, ob sie den behalten möchte oder irgendwann wieder abgibt. Da haben wir einen CDC. Grüß Gott. Angezündet, sehr schön. Sehr fein. Brandstift ist ja schon mal sicher. Und wir laden relativ schnell nach. Ja, gezogen. Braucht man nicht reparieren. Das geht so in Ordnung. Wir haben keine Artillerie im Spiel. Sehr schön. Ach, Abschuss, fast 900 Schaden. Daneben. Du hast zwar getroffen, aber nicht verschlagen. So, was haben wir denn da oben? Hübsches. Eigentlich. Guck, guck. AUKA 4502. Russische Rohre sind eigentlich eher krumm. Also nicht unbedingt, dass wir lange Distanz schießen. Das geht aber noch. Nicht so weit. Bei 1232 Schaden. Okay, das war klar. Da war schon auf dem Rückweg. Angewinkelt bist du super. Einmal frei. Kann man so spielen. Na, das würde ich nicht riskieren. Badget 12T. Normalerweise kein Problem sein. Sehr guter Schuss. Jawohl. Russen eigentlich nicht so zum Snipern geeignet. Aber du machst es hier genau richtig. Ja, da brauchst du ab, mein Freund. Keine Chance für den T-Film weg. So, die Stadt scheinen wir gerade zu verlieren. T110, D4, E75 kommen da durch. Auf unserer Seite ein bisschen mehr Druck machen. Die Grille befindet sich auf der rechten Seite, bei der muss man aufpassen. Die hat megamäßig viel Durchschlag. Unser lädt auch schon AE, sehr gut. Ups, da gibt es von links von T44 was rein. Kommt da nochmal raus, ansonsten stell dich hier den Hügel. AE ist genau richtig für den. Ziemlich weich. Sehr fein. Garde angezündet. Und hat kein Feuerlöscher dabei. So. Da gibt es russisches Barbecue auf der rechten Seite. Der brennt immer noch. Hat ein bisschen gedauert. 28% sind noch. Mit einem Schuss. Schön. 2633 Schaden. Sehr fein gemacht. Grille weiß nicht so recht, was sie oben tut. Steht 7:6. Der Gegner ist auf dem Vormarsch. Wir sind wieder auf AP gewechselt. Ja, gute Sweet Rage fährt hier zurück zum Cap, will das wohl verteidigen. Sieht nämlich nicht so gut aus. Okay. Wo hat es auch einen Griff?
50 km Höchstgeschwindigkeit. Wirklich ein ziemlich munteres, flinkes Ding. Kommt, glaube ich, nur der Franzose mit. Normalerweise für jeden etwas, weil die IS-3 will sowieso jeder haben. Einfach weiter grinden und dann den T10 holen. Schönes Gerät. So, jetzt triffst du mit einer Stockkanone T110 E4 und auf einen 110er. Auf nur noch einen T110 E4. Vorsicht, böse Kanone. Sehr fein. Guter Treffer, 396 Schaden. Das kannst du auch mit der richtigen Kanone anstellen. Okay. Die gute Swiss hat noch Zeit zum Pingen. Lässt ein paar Informationen da. Viele übersehen das ganz gern mal, aber ab Stufe 7, 8 ungefähr. Da hättest du anhalten können, bevor er sich umgedreht hätte, hättest du eingezielt. Denn er zumindest schwer getroffen. E75. Braucht auch jede Menge Zuneigung. Sag mal ihm mal wie viel. Das ist eine russische Kanone. Jawohl. Hat sich noch nicht umgedreht. Einmal rammen. Na? Und zum Rumfahren. Oben rumfahren. Jawohl. E75, keine Chance. Jetzt von hinten. Ja, gut. Ich sagte, mit einer besseren Kanone hätte er schwer gehabt und er schießt daneben. Super. Jawohl, einmal frei. Panzer super eingesetzt, genauso würde ich das gern sehen. Hast rein gemacht. Wir sind bei Kill Nummer 2. In einem 10er Gefecht. Du hast mehr Kills als beide. Du hast genauso viele Kills wie beide Zehner. Oder wie 2 von 3 Zehnern. Ein bisschen viel Ping. Okay, sind wir wieder offen. Wer macht dich da auf? Das kann nur der T110 E4 sein. Rückt 268 drückt vor. Bisschen verstecken. Ja, Grill ist gefährlich. Ich hätte ein richtig böses Rohr drauf. Weiter rechts. Da ist sie. Guck. Einmal nochmal grinsen. Tut nur ganz kurz weh. Und tschüss. 286 Schaden. Weg ist die Grille. Kill Nummer 3. Immer noch genauso viel Kills wie 2 von 3 Zehnern. Meine Fresse. So, bleibt noch übrig. Ein VB. Und ein Skorpion. 10 und 8. Wir sind wieder offen. Kassieren vom Skorpion. Allerdings abgeprallt. An der Kette. Vorsicht, Foch. Ja. Autoloader. Abgeprallt, sehr schön. Zweimal abgeprallt bei dir. 7 hast du noch. Jetzt wird's eng. Brauchst du ein bisschen Unterstützung. Kommt von links. Und der andere kommt von rechts. Raustrauen würde ich mich nicht nochmal. Haben wir 3 Kills. So, warten bis die beiden TDs da den Foch aufmachen. Und der Foch sich zu denen umdrehen muss. Schöner Treffer. Den Rest macht die Grille. Jawohl. Zurück. Ja. Sehr schön. 4 Kills, so viel wie alle 10er zusammen, mit einer Stockkanone.
Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr wollt die liebe Sweet Rage ja als Gewinner sehen, dann klickt fleißig drauf, gebt uns Daumen hoch. Dann gewinnt sie die Replay-Challenge für Kalenderwoche 38. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, eure Keule. Ciao.